Und da sind wir auch schon wieder. Und wir machen uns auf die Route 3. Außerdem ist mir ein extremer Fail passiert. Und zwar, ich hatte nach dem letzten Part nicht gespeichert. Und dann muss ich das Ganze noch vor dem Wald nochmal wieder neu machen. Also sozusagen nach Part 2 weitermachen. Und ich habe jetzt das Banky, während ich das gespielt habe, leider noch ein Level höher gebracht. Aber ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Wird hoffentlich nicht wieder vorkommen. Ich bin halt ab und zu etwas verplant. Und gut, dann machen wir uns hier mal auf den Weg. Und hier, ich will nicht unbedingt gegen den Gegner kämpfen. Ist hier nicht irgendwo versteckte Items vielleicht? Nämlich wahrscheinlich eh Cheater, wenn ich jetzt eins finde. Na, no, ich will da doch mal. Ne, ist anscheinend nicht. Und laufen und. Oh, das ist eine Göre. Was schaust du mich so an? Ich guck doch gar nicht. Du hast mich angeguckt. Eine Herausforderung von Göre Ricarda. Servus. Glaubst du, sie wird von Göre Ricarda in den Kampf geschickt? Natürlich ganz schlecht, weil Flug ist natürlich gegen Kampf ziemlich effektiv, aber ich schätze mal, es hat auch keine Flugattacke und setzt deswegen auch sowieso eine Attacke ein. Ja, ich setze mal meinen Commander ein. Ja, das ist ja gleich schon auf Level 14. Oh nein, Sandwirbel. Ja, geht daneben. Und bam, Pound, Pound. Level up. Mal die Statuswerte. Ja. Das sieht doch mal nice aus. Gefällt mir. Spieler besiegt Göre Ricarda. Du bist gefährlich. Ja, ich bin ein ganz gefährlicher Mann. Hey, ich kenne dich aus dem Vertania-Wald. Attila! Hey, der klingt wie. Der heißt genauso wie mein Todesritter auf Rising Gods. Nur, dass mein Attila aber noch mit einem Arm hergeschrieben ist. Attila ist übrigens eine ziemlich geile Band. Machen. Ich weiß gar nicht, wie genau sich das nennt. Auf jeden Fall was Metal-Technisches. Mit viel geschaut und gegrode. Ja, ich stehe auf so einen kranken Scheiß. Ein Horn, Leo. Nein. Okay. Nochmal wieder Kratzer. Können diese Hondius mehr ab als die Raupis? Ja, die Kokuna ist auch heftiger. Das Raupi kann mehr ab. Das hat aber wahrscheinlich auch einen Volltreffer beim ersten. Was ich schon wieder besiegt hatte, glaube ich, gesagt. Verdammt, ich hab wieder nicht gelesen. Ja, komm, den Trainer machen wir auch nochmal eben. Ich glaube, dann gehen wir aber ins Pokémon Center. Oder bei uns, ich weiß es nicht, eine Herausforderung von Teenager Egon. Hat zwar von Teenager Egon in den Kampf geschickt. Karate-Schlag. Müsste sehr effektiv sein. Ja, ich wusste es. Level 14. Yay. Rettern. Ja, das Rettern. Ne, Rettern ist hier gar nicht Pflanze, ne? Verdammt. Ich denke immer noch an Jagd in Pokémon Division. Aber dann setze ich mal Metallklauer ein. Sinkt? Warum sinkt er? Das will ich nicht. Nee, steigt. Ah. Geil. Pokémon Center. Und schnell hier lang und da lang und hier und oh nein, ich krieg das Schild und bam. Fucked up, Bitch. Warum schaust du mich so fasziniert an? Tu ich doch gar nicht. Ich hab. Ah, Frederike. Los, Mankey. Gib ihr. Oh, ich drück die ganze Zeit auf B. One hit. Und? Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ach, Nidoran, weiblich.
war es nicht sehr effektiv für den Fashionleiter. Ja, der Ton war eben ganz schnell. Das war immer nett. Moment, da nehmen wir auch das Commander. Du bist auch ein Trainer, lass uns kämpfen. Okay. Zeit für ein Duell. Gangolf, auch ein geiler Name, habe ich so noch nie gehört. Ich habe nicht gelesen, was eingesetzt wird, aber es wird auf jeden Fall sterben. Level 15. Noch ein Level, das entwickelt sich. Ja. OP. Hm. Das macht ja noch eben Kommando. Jetzt nehme ich mal Menke. Gangolf. Mit einem Pokémon hätte ich auch leicht gewonnen. Ja. So, ich hatte eben gerade kurz die Aufnahme pausiert, weil ich gucken wollte, wie lange ich schon aufnehme. Hey, ich habe meinem Bruder gesagt, er soll Shorts anziehen. Eine Herausforderung von Teenager Ansgar. Habitat. Okay. Blut ist immer gut. Einfach mal in Brand setzen. Ich weiß gar nicht, Menki. Könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben, ob Menki sich normal entwickelt? Ich meine schon, ne? Dafür braucht man nicht irgendwie einen Stein oder tauschen. Tauschen wäre ja ganz schlecht, weil das. Im Emulator ist das schwierig. Ich meine, es gibt Emulatoren, wo man tauschen kann. Das weiß ich, aber mit diesem geht das, meine ich, nicht. Okay. Dann haben wir hier noch einen Käfersammler. Und das war, der hat einen Rookie. Hm, fahren, ich muss wieder die Falzartag überhaupt. Das weiß man. Erdner hat's drauf, Mann. Richtig. Du hast meine Pokémon besiegt. Was du nicht sagst. Ist auch eine Trainerin. Oh, sollen das etwa Annäherungsversuche sein? Natürlich. Oh. Göre Robin. Ah, okay. Hummelduft wird von Göre Robin in den Kampf geschickt. Los, Menki. Karateschlag. Slap that bitch. Halt mir fern. Immer diese Frauen mit Ansprüchen. Dahin. Okay, Route 4. Gut, gut. Ich werde mal sagen, das war's für diesen Part. Ich werde jetzt speichern. Das werde ich extra jetzt im Let's Play machen, damit ich es nicht vergesse. Achso, und das mit der Spielzeit, das ist so viel, weil immer wenn ich dieses Vorspulen mache, das kann ich gleich mal zeigen, wird die Zeit auch mehr gewertet. Das heißt, wenn ich jetzt hier so ein bisschen hin und her renne, dann dürfen ja schon über 2 Minuten vergangen sein. Nee, nicht, aber Moment. Schon den bei 51, glaube ich. Naja,
Gut, egal. Sag ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal.